immer mal offline und dann wieder ready. Mhm. Wir dürfen uns eine dauerhafte Hängepartie nicht leisten, weil das, glaube ich, für die Wirtschaft beider Teile der EU-27 und Großbritanniens nicht gut wäre. Aber dass Großbritannien jetzt eine gewisse Zeit auch erst einmal die Dinge analysiert, dafür habe ich ein bestimmtes Verständnis. Und im Übrigen werden wir ja morgen mit dem britischen Premierminister über diese Fragen sprechen. Wir sehen